Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Heute sind wir im Erebor und machen hier Quests für die Starkäxte und für den König und für die Kapitelquest. Also ganz schön viel, was wir heute erledigen. Und ihr seht schon, hier gibt es Belohnungen, die mir nicht mehr so viel bringen. Irgendwie bin ich zu schnell gelevelt, habe irgendwie zu viele Items irgendwo herbekommen. Daher sind die 115er Quest-Items und Drops auch nicht mehr so interessant. So, heute machen wir viel Zwergen-Story. Welch glorreicher Tag! Was schreit der herum? Verworrene Geschichten. Es gibt hier Gerüchte im Erebor. Und zwar über, was ist in den Eisenbergen los? Was sind die Eisenberge überhaupt? Das ist ein neues Gebiet mit Update 23, was wir jetzt bald mal besuchen werden. Es gibt auch noch im Norden ein Gebiet mit Zwergenfestungen und Drachen. Auch die Eisenberge sind viel mit Zwergen. Also zwei Gebiete, was welche Story gibt, das sehen wir dann nachher in den Kapitelquests. Und hier die nächste Geschichte. Kehr zu König Thorin zurück. Ich habe nicht jedes Gerücht angemacht, aber ein paar, damit ihr einfach mal seht, was reden die Zwerge denn so. Ich lese es nicht vor, das müsst ihr euch bei mir ja selber durchlesen. Ich bin manchmal nur die Hauptstories am Vorlesen, aber meistens zeige ich euch halt so einen Zusammenschnitt. Ruft Spall den Kundigen herbei. Jetzt geht es weiter um diese verworrenen Geschichten. Ihr wiederholt die Gerüchte. Okay, und jetzt sagt er, der Kundige muss kommen. Warum genau? Das werden wir jetzt bestimmt auch erfahren. So, dafür müssen wir natürlich wieder durch. Gandalf wartet auch mit der Hauptstory wieder auf uns. Und jetzt bin ich mal ein bisschen weiter. Hier ist noch eine andere Quest. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk Durins. Das ist eine reine Nebenquest gewesen. Da musste ich ein paar Bierfässer anklicken. Und da waren dann ein paar Bierklauen drin. Höhlenklauen, die Bier tranken. Auch nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal, was denn noch so offen ist. Wundert euch nicht. Ich habe erst spät angefangen hier mit den goldenen Waffen. Ich habe irgendwie auf Level 100 noch lilane gehabt und immer gedacht, es kommt noch eine 112er, 113er Waffe. War aber nie so. Und dann wurde mir gesagt, hol dir jetzt die 100er in Gold und die bin ich jetzt am Level. So, da haben wir die Marken der Langbärte. Das zeigt die Geschichte von Update 23. Ja, obwohl sie hellblau ist, heißt sie, das ist schon der nächste Schritt. Und da seht ihr das auch, das gelbe Item hat ein höheres Item-Level als meine lilane Rüstung hier, die ich hier habe. Was haben wir hier noch? Mantel der Zwergen. Wie sehen sie aus? Naja, nach Zwergenrüstungen sehr unbeeindruckend. Also weiter geht's. Spall der Kundige ist da. In den Eisenbruch. Und hier ist nun auch die Story. Geh in den Eisenbruch. Geh ins neue Gebiet. Guck es dir genau an. Sprech mit Spall. Der weiß mehr darüber. Soll ich das jetzt austauschen oder nicht? Da ist ein bisschen mehr Beweglichkeit drauf. Ein bisschen mehr Vita drauf. Ja, bei WoW wird man es einfach so austauschen können. So. Hier, ich würde sagen, geht's auch. Marke der Langbärte. Ich bin mal gespannt, wann ich den Tauschmenschen dafür finde. Für die Langbartmarken habe ich noch keinen gefunden. Nun habt ihr meine zuverlässigen Kundigen einen Wissen und vernünftigen Vorschlag gemacht. Genau, und wer würde sich besser eignen, diesen vernünftigen Vorschlag nachzugehen? Jo, in den Eisenbruch. Ich meine euch, Spall. Schaut euch nicht um, als ob ihr von jemand anderem rede. Okay, kommen auf jeden Fall schöne Items raus wieder. Wartet kurz, hört mich an. Es ist wahr, dass ich Garion gegenüber gerade einen solchen Vorschlag gemacht hatte, da ich diese Gerüchte genau so sehr verachte wie ihr, mein König. Haha, und der will wohl mit. Wenn nur die Hälfte der Gerüchte, die man sich hier am Hof erzählt, der Wahrheit entsprechen, dann ist der Eisenbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr gefährlicher Ort. Das ist die Zusammenfassung. Also werden wir uns mal da umschauen, wie es denn da so sein soll oder sein wird. Vorher natürlich immer erstmal die Kapitelstory, die epische Story, so weit, bis die uns auch dahin führt, damit wir nicht einfach schon im nächsten Gebiet sind, obwohl wir noch gar nicht von der Hauptstory so weit sind. Und König Thorin lacht plötzlich. Jo, trefft Spall im Eisenbruch. Der läuft also vor. Wir müssen den da wohl irgendwo finden.
Das heißt, wir gehen nicht zusammen mit ihm, müssen ihn nicht begleiten. Irgendwann werden wir da sein. Und bedeutet, jetzt haben wir schon mal den Eisenbruch offen. Nach Norden hin habe ich noch keine Quests. Also um diese Zwergenfestung mit den Drachen und so zu besuchen, habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt die Hauptstory uns erstmal in den Eisenbruch führt oder erstmal in den Norden. Aber das werden wir alles sehen. Wir bleiben dran. Ich bleibe dran und heute machen wir jetzt mal weiter. Ein Barte meines Großvaters. Mit der Hauptstory, wollte ich sagen. So, der König spricht nicht mehr mit uns. Auf geht's zum nächsten Schritt. Ach, diese Halle. Ist sie nicht schön? Wo müssen wir also demnächst hin? Ja, einmal rauszoomen. Hier oben, Erebor, einsamer Berg. Da haben wir es. Die verwelkte Heide, Eretmitrin, so heißt es da oben. Graues Gebirge und die Eisenberge. Auch da sind ja Zwergenstatuen, Utterburg, der Skaldenfall, Hammerstadt. Hört sich auch alles sehr nach Zwergen an. Seid gegrüßt. Und jetzt bin ich nochmal ganz kurz zurück nach Seestadt. Da sollte ich noch ein Geschenk abgeben, das ich hier im Erebor geholt habe. Hier für die neue Meisterin der Seestadt, die Dagrun. Da habe ich auch vor ein paar Let's Plays mal die Story von gemacht. Das war eine interessante Kriminalgeschichte. Da wurden einige vom Rat erledigt. Jo, und dann kam sie am Ende raus. Als Meisterin. Sehr schön. Ein Geschenk für den Meister, das war's auch schon. Ach, keine Folgequest mehr. Dafür reist man in den Erebor zurück. Ich glaube es nicht. So, noch 4 Stück. Dann können wir uns wohl mal in ein neues Gebiet begeben. Wir sollen noch primitive Steine sammeln. Da müssen wir noch unter dem Berg erledigen, damit wir über die Drachen machen können. Ja, damit es mehr zu den Drachen geht. Und jetzt müssen wir zum Rabenhügel, zur Wächterin. Und da ist er. Da oben ist ein Gebäude. Im Westen vom Erebor. Das ist der Rabenhügel. Seht ihr sie? Oben über dem Haus, über dem Turm, fliegen die Raben. Alles ziemlich verrottet hier. Der Weg ist nicht gerade gekehrt und aufgeräumt. Aber wir sind da. Sehr schön. Und da wartet auch die Wächterin. Wir dürfen nämlich nicht so einfach mal da rein. Das da war der Turm von Tal. Das muss Dis sein. Die greise Schwester von Thorin Eichenschild. Ach, den kennen wir aus dem Hobbit. Da haben wir den live gesehen. Ja. Dis blickt euch an, sagt aber nichts weiter. Zögernd beginnt ihr euch nach dem Arkenstein zu erkunden. Der soll nämlich in dem Gewölbe her sein. Noch lässt sie uns nicht rein. Wir sollten jetzt erstmal Gebüsch vom Pfad und Steine vom Pfad entfernen. Also muss ich was für sie tun. Da sage ich gerade noch, da sieht ziemlich runtergekommen aus und jetzt mache ich wieder die Arbeit. Ein 119er epischer Jäger. Jemand sollte etwas unternehmen. Muss jetzt hier die Putzarbeiten machen. Ich glaube das nicht. Na gut, was soll's. Auf geht's. Sonst kriegen wir das nie gesehen hier, das ganze Thema. Wir wollen ja da rein. Ja, jetzt sind die Büsche auch anklickbar. Aber ist schon eine schöne Aussicht, ne? Da hinten auf die Stadt runter zu sehen. Ich kürze das Ganze wieder. Ihr seht ja, es sind Steine und Büsche. Das kriege ich auch ohne euch hin. Und zack, sind wir fertig. Och, guck mal da. Jetzt hat sie schon Besuch. Wer ist denn nicht schon alles da? Die Unterhaltung hat mir die Kehle ausgedörrt. Oh oh, das hört sich fast so an, als wollte sie jetzt auch noch was trinken. Ja, das ist aber doch toll. Jetzt kommen hier so langsam die Zwerge an, die mit uns in das Grab wollen und nach dem Arkenstein schauen möchten. Das ist mal interessant. Jetzt wird hier also wirklich eine kleine Zwergenversammlung stattfinden. Nehmt den Wassereimer am Fuße des Hügels. Okay. Die Unterhaltung hat mir die Kehle ausgedörrt. Jetzt muss ich sie dann auch noch mit Wasser versorgen. Und schon sind wieder mehr Zwerge da. Ihr setzt den Wassereimer ab, als mehr Zwerge den Hügel hinaufkommen. Jo, der dicke Zwerg. Ja, ich glaube, wir sind bereit, da reinzugehen. Dies ist ein Tag für Besucher. Die Wächterin des Rabenhügels. Der nächste Schritt ist erledigt. Sie freut sich über die ganzen Besucher oder auch nicht. Bezwingt für Dis Feinde in der Nähe von Tal. Also, jetzt sollen wir natürlich auch nochmal gucken, sind da Orks? Sind da Wölfe? Ist da irgendwas anderes? Tja,
Wie wäre es auch sonst? Ja, wir hätten ja jetzt durch das Wasser einfach mal rein dürfen können. Nein, wir müssen noch mehr erledigen. Also noch eine Runde. Kapitel 6.6 ist immer noch nicht fertig. Vielleicht sind danach ja noch mehr Zwerge da. Ich bin mir nicht ganz so sicher. So kann ich mich jetzt um meine Waffe kümmern. Das ist doch auch nicht übel. Solange meine Nachbarn in Gefahr sind, kann ich nicht an das Herz des Berges denken. Jo, und damit die Nachbarn nicht mehr in Gefahr sind, werde ich mal ein bisschen was an Ex besorgen für meine Waffen. Und jetzt sind wir schon wieder fertig. Habe ich alles wieder ohne euch gemacht. Und Gandalf ist auch da. Es sind noch mehr Freunde gekommen. Und auch noch ein Zauberer. Vom Zauberer scheint sie nicht so begeistert zu sein. Aber hat ja ein bisschen was gedauert, bis Gandalf kam. Der wusste schon, dass er sich zurückhalten soll. Und damit sind wir auch am Ende von Kapitel 6.6 angekommen. Weiter geht's in der Geschichte. Jetzt geht's zu 6.7. Das sind jetzt noch immer die Geschichten bis Level 115. Also wir sind immer noch nicht im Update 23 jetzt hier mit der Hauptstory. Das ist nämlich noch Münzen von Seen und Flüssen. Also das von Tal und Seestadt und so weiter. Die Langbärte ist dann immer Update 23. Daran kann man es so ein bisschen festmachen. Obwohl ich schon 119 bin, wie gesagt, noch in einer Story, die wir zu Ende bringen müssen. So, was sagt sie? Also, spuckt es schon aus, Elb. Ich habe keine Geduld mit eurem Volk, aber noch viel weniger mit Zauberern. Denkt ihr, das Herz des Berges wurde aus dem Grab meines Bruders gestohlen? Das könnte sein. Kapitel 6.7. Wald und See und Berg und Stein. Sprecht mit Gandalf beim Rabenhügel und reist zur Masal Arkatz. Das ist das Grab, wo dieser Arkenstein mit begraben sein soll. Und da gibt es dann auch eine schöne türkise blaue Rüstung, fantastisch schwerer Umhang. Ja gut, ein Umhang ist keine wirkliche Rüstung, aber sieht auch toll aus. Und gibt ein Vortrags-Emote. Schön, das scheint das Ende der epischen Geschichte hier rund um den Erebor zu sein. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich den Arkenstein finden. Das sehen wir heute im Video. Also dranbleiben. Wir gehen durch das ganze Grab durch. Das wird heute etwas länger sein, weil wir haben nachher noch viel Geschichte, die sich dann aufklärt. Weil es ist ja, wie gesagt, die Hauptstoryline. Und das ist heute sehr viel. Ihr müsst ein bisschen Geduld dabei haben. Und 340, naja, ein bisschen besserer Umhang. Ja, vom Skin her sehe ich jetzt nicht, wie er aussieht. Schade. Ist das jetzt der gleiche Skin oder ist das einfach... Ne, sieht ein bisschen besser aus als den, den ich anhab. Sagen wir es mal so. Wir werden alle zusammen gehen. Oh, Dis will auch mit reinkommen. Sagt dem Zauberer, dass er meine Erlaubnis hat. Wir müssen herausfinden, ob Karasgar oder seine Agenten dem Arkenstein etwas angetan haben. Der weinende Krieger Karasgar. Vielleicht hat er den Stein kaputt gemacht. Also, auf geht's in das Grab. Dies ist die Masal Akras, die Kammer des Ruhmes. Hier liegen mein Bruder und meine Söhne. Gehen wir zu ihnen. Okay, das sieht mal interessant aus. Darunter müssen wir wohl. Es schien mir angemessen zu sein, dass dies vorangeht und wir anderen ihr folgen. Ihr Bruder Thorin und ihr Sohn Fili und Kili wurden hier bestattet und obgleich unsere Anwesenheit hier von großer Wichtigkeit ist, möchte ich den Gefallenen keine Respektlosigkeit erweisen. Steigt die Stufen hinab und begebt euch zum Grab von Thorin Eichenschild. Da ist jetzt auch Dori. Ich habe viele Zwergenfestungen erkundet, die noch in Mittelerde erhalten sind, aber nur wenige können es mit den herrlichen Kammern in und unter dem einsamen Berg aufnehmen. Seht euch in der Masakol um und wisset, ja, drückt auf Pause, ich lese so langsam vor. Die Schlacht der fünf Heere kostete Thorin Eichenschild und seinen Neffen Fili und Kili das Leben. Alle drei kämpften tapfer und beherzt. Und ohne ihren Mut wären diese Tage damals vielleicht... Ja, es geht wirklich nicht. Wir müssen wirklich Pause drücken. Wir müssen uns kurz ausruhen und dann aufbrechen. Aber wartet nicht auf mich, Garion. Ich werde bald aufholen. Diese Stufen sind gefährlich für junge Leute. Aber was hilft es schon? Rein gar nichts. Und da ist dann auch Bifur
Die Masal Akraz wurde von unseren besten Zwergen tief in die Erde gegraben. Denn Thorin und seine Neffen verdienten eine würdige Ruhestätte. Aber sie ist rein gar nichts im Vergleich zu Khazad-dûm, wohin meine Söhne nun auf Abenteuer ausgezogen sind. Jo, okay, das reicht auch erstmal. Weiter geht's. Bofur. Es ist schon eine Weile her, dass mir mein Sohn Brogur von seinen Abenteuern mit der Eisernen Garnison in Khazad-dûm geschrieben hat. Ja, jetzt reden sie auf einmal von Khazad-dûm statt hiervon. Gloin. Thorin war mein Vetter. Ich hoffe, er ruht in Frieden und hütet den Arkenstein gut. Er hat einiges bedauert, was er zu Bilbo gesagt hat. Am Ende hat er seine Worte sehr bereut und sie gingen in Freundschaft auseinander. Sehr schön. Dwalin. Ich kam mit meinem Gefolge während der Schlacht um Tal an und wir stürzten uns mit großem Genuss in den Kampf. Der Besuch am Grab meines Vetters erfüllt mich mit größerer Sorge als die Strapazen der Schlacht. Was sollen wir tun, wenn das Herz des Berges nicht bei ihm ist? Das ist eine gute Frage. Und da ist Dis. Ich bin bereit, Garin. Lasst uns sehen, was es zu sehen gibt. Bleibt wachsam. Oh, jetzt wird hier der Sarg geöffnet. Alle Zwerge sind da. Also, ja oder nein? Der Arkenstein bleibt bei Thorin. Das hört sich gut an. Also was, müssen wir uns mit eurem Niedergang zufrieden geben? Sicher nicht. Okay, weiter geht's. Ich bin äußerst froh, dass der Arkenstein noch bei Thorin liegt. Aber dies bedeutet auch, dass die schwindenden Handwerkskünste seines Volkes eine andere Ursache haben müssen. Die Vermutung eines Zauberers gleicht keiner anderen, Garion. Und dieser Zauberer hier vermutet, dass der Verlust der Zwergenringe die Schuld am Niedergang trägt. Der Ring Anya, den die Zwerge Handorin oder so nennen, wurde Drein von Sauron geraubt und muss beim Fall von Barad-dûr zerstört worden sein. Ich sehe den Arkenstein da drin nicht, aber gut, wenn die sagen, er war da, dann ist ja alles gut, wunderbar. Ja, und jetzt wissen wir Bescheid. Also sind die Zwergenringe schuld, wie es aussieht, dass die hier nicht mehr gut Schmuck craften können. Aber wenn das stimmt, kann der Niedergang nicht umgekehrt werden. Der Verfall kann nicht verhindert werden. Fragezeichen. Niedergang, Verfall? Diese Worte müssen euch nicht derart schmerzlich treffen. Ha, ihr seid kein Zwerg, ihr seid ein Zauberer. Das könntet ihr nicht verstehen, Gandalf. Aber ich bin eine Zwergin, Dwalin. Ich würde sagen, dass ich gute und schlechte Zeiten erlebt habe. Ja, wie alt ist sie denn bloß? Ein Zwerg übersteht das Schlechte und bringt das Gute hervor. Ja. Es gibt keinen Niedergang, der nicht überwunden werden kann. Dis ist weise. Also nicht dies ist weise, sondern dis ist weise. Ne? Also klar. Alles ändert sich. Manchmal zum Guten und manchmal zum Schlechten. Nichts kann für immer dasselbe bleiben. Nichts ist für die Ewigkeit, wie man so schön sagt. Selbst die Worte, die wir sprechen, verändern sich im Laufe der Zeit. In der alten Sprache nannten die Nordlinge ihre Stadt Dalheim. Als die Jahre vergingen, wurde der Name zu Dalheim verkürzt. Mit der Zeit wurde Dalheim zu Talheim und schließlich zu Tal. Faszinierend. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Wohl wahr. Denkt an den letzten Herrscher von Talheim. Gaian der Dritte, getötet von Smaug. Oder Gerian? Ne, Gaia, ja, ne?
Die Elben interpretieren den Namen Gaian so, wie sie ihn hörten, und machten Girion daraus. Nun, als ich in diese Landstriche kam, kannte man mich nicht als Gandalf. Die Menschen von See, die Langtuda, nannten mich Gandralf. Im Laufe der Jahre änderte sich ihre Sprache und aus Gandralf wurde Gandalf. Faszinierend. Tatsächlich. Ist der Vortrag beendet? Ist jetzt Essenszeit? Bombur will gar nichts mehr hören. Garian, ich hatte da eine Idee. Aha, was hat er für eine Idee? Jetzt wird's spannend. Eine lange Idee. Hört den Worten von Gandalf zu. Aus Dalheim wurde Dalheim. Das hatten wir gerade alle schon gehört. Holz, See, Berg und Stein. Alles hat seinen eigenen Namen. Und selbst wenn sie von der gleichen Sache reden, verstehen sie sich mitunter nicht. Gandalf mustert euch mit neugierigem Blick. Garian, was wäre, wenn es dieses Artefakt, das wir suchen, diesen Bugdalich überhaupt nicht gibt? Seit Anbeginn unserer Reise haben wir weder Freund noch Feind etwas darüber in Erfahrung gebracht. Also bei denen. Es gibt keinen einzigen Hinweis. Aha, vielleicht wird das auch falsch übersetzt. Jetzt wissen wir, wo Gandalf drauf hinaus will mit seinem Vortrag. Könnte es sein, dass Ugruzgor nicht das sucht, was wir bisher angenommen haben? Interessant. Was ist dieser Bugdalich vielleicht? Also, ihr müsst das komplett lesen, damit ihr versteht, was da alles so vorher gelaufen ist. Ne? Das ist dieser Ugruzgor, der aus Mordor kommt, und der Karaskar, der aus Mordor kommt, dieser weinende Krieger und ja, was hier oben los ist, das habe ich in den letzten Let's Plays ein bisschen gezeigt. In der schwarzen Sprache ist das Wort Bugdalich ziemlich klar. Es bedeutet Namensbewahrer und lässt an ein Relikt oder Artefakt denken. Aber was, wenn es einen Fehler gegeben hat? Was, wenn ein Wort falsch verstanden wurde? Was, wenn das Wort nicht Bugdalich, sondern Bugdash ausgesprochen wurde? Was wird das dann heißen? Was bedeutet das? Warum ist es von Belang? Würde ich auch mal gern wissen jetzt. In der schwarzen Sprache bedeutet Bugdash der bei der Geburt gegebene Name. Das ist was ganz anderes. Es könnte sein, dass Ugrukor kein Artefakt sucht, sondern seinen Bugdash, seinen wahren Namen. Aha. Jetzt kommen wir auf eine ganz andere Fährte. Wie wird ihm das helfen? Das wird sich zeigen. Ja, manche Namen sind ja wichtig, um König zu werden, ne? Haben wir doch irgendwie bei Aragorn schon gesehen. Wenn Ugrukor glaubt, dass dieses Wissen ihm helfen kann, fällt es uns zu, herauszufinden, warum. Aber lassen wir Thorin und seine Neffen jetzt in Ruhe. Wir besprechen das oben. Und damit ist die Instanz durch, das ist doch schon mal super. Kapitel 6.7 wieder ein Riesenschritt geschafft. Und jetzt können wir auch hier raus. Mit Disc, genau. Danke, dass ihr diesen Ausflug vorgeschlagen habt, Garian. Es war mir eine Freude. So, weiter geht's. Jetzt zum König hier. Wir sind Zwerge und gehören zum Volk Durins. Ja, der will immer noch in den Eisenbruch. Hängt immer noch hier rum. Bald wird er losgehen. Euer Bericht ist zufriedenstellend. Und das ist doch schon mal super. Arkenstein ist da, er ist glücklich. Die Zwergenringe sind im Verdacht, dass sie diese Probleme bei der Handwerkskunst erzeugen. Und ich danke euch trotzdem, Garian. Sprecht mit Gandalf beim Thron in der Halle unter dem Berg. Wie ich euch ja am Anfang gesagt habe, es gibt jetzt hier viel Geschichte, die müsst ihr einfach lesen, weil Gandalf erzählt jetzt auch nochmal was. Und dann haben wir auch Kapitel 6.7 fertig. Beim nächsten Mal geht es schon wieder weiter mit dem nächsten Kapitel. Und ich lasse euch jetzt einfach mal ein bisschen lesen.
Das kommt mir richtig vor. Ich werde den König um ein Zimmer im Berg bitten. Das Schwarze Burg von Mordor wird in einem zukünftigen Update fortgesetzt und das Update 23 ist schon draußen. Jetzt gibt es den Emote und hier gibt es jetzt einen türkisen 340er Umhang, also ein bisschen besser als das, was ich habe. Macht ja Sinn. Und hier der Beweglichkeit Vitalitätsumhang, das ist der richtige für mich. König Thorin hat mir ein Zimmer in den Wohnhallen des Erebor zugewiesen. Und jetzt beginnt Kapitel 7.1. Es geht weiter mit der Geschichte. Oh, habe ich jetzt einen schicken Umhang. Sehr schön. Und hier haben wir die grauen Gebirge jetzt auch schon. Ein Sendschreiben aus dem Erebor. Wie nice ist das denn? Ein neuer Reiter im Buch der Taten. Ein neues Gebiet. Es geht demnächst richtig rund. Hier steht auch, was da in dem Sendschreiben stand. So, und dann haben wir auch noch hier von König Thorin einen kleinen Brief bekommen. Ja, das ist alles das Thema, wenn wir jetzt noch nicht hier gewesen wären, wenn wir also weiter gespielt hätten nach Level 115 und das Update 23 kommt raus, gibt es dann halt den Hinweis, geht es wieder zu Thorin, da geht es jetzt weiter mit der Story und das ist der Brief, den Thorin uns schreibt. Aber die Daten haben wir ja schon, die Infos haben wir ja schon. Wir haben ja schon ein bisschen über den Eisenbruch gehört und so. Und jetzt geht's bei Gandalf weiter mit 7.1. König Thorin hat mir ein Zimmer in den Wohnhallen des Erebor zugewiesen. Im einsamen Berg findet das Heim von Auti Juwelenschneider in den Wohnhallen. Und das sind dann die Marken der langen Bärte. Jetzt geht es also im Update 23 weiter. Update 22 ist komplett durch und die Story beginnt mit einem Juwelenschneider. Der soll weiter seine Handwerkskunst ausführen. Und ob er das kann oder nicht, das sehen wir im nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo. Ich würde mich total freuen. Macht's gut. Bis demnächst. Bye, bye. Vielleicht könnt ihr Auti Juwelenschneider und seiner Familie etwas aushelfen?